Hallo liebe YouTuber, heute geht's zu dem Rokaku-Hügel. Rokaku-Hügel. Eine Tokio-To-Strecke führt durch eine Stadt, beziehungsweise auf einen Hügel, deswegen Rokaku-Hügel. Ich glaube, da fährt man durch eine U-Bahn-Station und es gibt einen Shortcut. So, wichtige Information gesagt, alles gut und los geht's. Willkommen im spektakulären Tokio-To. Schnallt euch gut an, es ist Rennzeit. Breite Straßen und lange Kurven machen diese Strecke zu einem echten Drifterhimmel. Richtig, auf geht's. Just call me Sonic. 3, 2, 1, los! Juhu! Also hier geht's erstmal nur aufwärts. Und hier kann man Stunt machen. Hey. Müssen wir mal hier abbiegen. Irgendwer nervt sicherlich gleich nicht. Und ja. Hier kann man driften, wie man will. Ah ja, die Teile kann man einfach stumpf umfahren. Bringt nichts, aber sieht lustig aus. Ja. Jetzt fährt man hier auf einer Bahn irgendwie zu. Aber man sollte vorher abbiegen, sonst fährt man gegen die Züge da. Jo. Jetzt gleich kommen wir in den Shortcut. Also man muss hier auf diesem Bahnsteig bleiben, weil sonst kommt man hier nicht rein. Ja, die ist nur ein bisschen, der ist nur schwer zu fahren, also ja. Es gibt aber im Shortcut nochmal zwei Wege, also ja, also zeige ich euch gleich mal. In der letzten Runde fahre ich dann den normalen Weg. So, ja. Unser Bio, unser Biko und Tails nerven wieder. War ja klar. Nervt mich nicht. Ihr seid hässlich. Naja, außer Tails. Der ist knuffig, aber der ist schlauer als ich. Das ist fies. Ehrlich, der weiß, wie man Flugzeug fliegt. Ich habe keine Ahnung, wie man so fliegt. Und Tails, kannst du mal das stupide Schild da wegmachen? Ja, jetzt fahre ich nochmal den Shortcut, sofern ich da reinkomme. Ja, Glück gehabt. Und ja. Jetzt muss man hier geradeaus, dann kommen wir hier so lang und dann ist da viel, viel leichter. So. Tatatatö, alle sind glücklich. Ja, so Bio rückt mir gerade auf den Dingens. Oder ist das so Biko? Egal. Auf jeden Fall ist das ein Zombie. Und das ist ja schon mal eine Info, mit dem man das anfangen kann. Hoffe ich. Ach echt? Cool. Ja. Ehrlich, die Strecke ist auch recht cool, aber nicht so mein Geschmack, aber man kann sich nicht beklagen. Ja, jetzt geht's auf den normalen Weg. Einfach nicht auf den Dinges fahren, einfach hier in der U-Bahn fahren. Und dann fährt man hier in diesen Tunnel. Hier kann man auf den Turbos fahren. Wenn man schnell wird, dann fährt man in diese Fußgängerzone. Und normal kommt man hier links irgendwo raus. Da wo so Bio oder so Biko rauskam. Gewonnen. Ja, wir fühlen uns jetzt alle cool, weil wir gewonnen haben. Ja, interessiert zwar keinen, aber okay. Ich sag dann bis zum nächsten Mal.